Oh mein Gott! Okay, ich gebe auf. Tut mir leid wegen all dem Ärger. Ich gehe ganz in Ruhe und in Sachte. Ich vertraue dir nicht, Wiley. Ich werde tun, was ich schon früher, Jahre, vor Jahren tun sollte. Sprich zu der Hand. Du vergisst, Megaman-Roboter können keine Menschen verletzen. Ich bin mehr als ein Roboter. Nämlich ein langsam sprechender Roboter. Stirbt, Wiley! Ja, tolle Alarmanlage. Ich meine, das merkt man sogar, wenn man im Bett liegt, weil einem dann die Alarmstücke auf den Kopf fallen. Ja, das hast du da. Mega Man, er bewegt sich nicht mehr. Mega Man packt die Knarre aus, er schießt ihn. Er schießt ihn! Er lernt's ja nicht, er schießt. Mein Gott, er ist in den Hintern des Hundes geklettert. Zu spät, Mega Man. Der Hintern meines Hundes ist groß. Der zögert, ist verloren. Wir werden wiederkommen. Und dann zeige ich dir mein Auto, meine Frau, meine Yacht, mein Schutzhelm. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Tode ich gestorben bin. Ich weiß gar nicht, wie viele. Oh, und wie Badass Mega Man diesmal auf den Bildschirmspieler Dingsbumsrand zugeht. Damals hat mich diese Explosion schon ziemlich beeindruckt. Auch Mega Mans Auftreten. Aber da war ich ja noch ein mehr oder weniger kleiner Junge. Aber ich find's cool, dass Capcom an der Stelle mal ja ein bisschen mehr Tacheles redet. Hätte ich ihm nicht zugetraut, dem Mega Man. Nachdem er 6-mal vorher einfach zugeguckt hat, wie Dr. Wily abhaut. Nur zu blöd war, um irgendwelche doppelten Türen oder sowas zu finden. Ja, Mega Man 7. Boah. Okay, Slashman war das eine. Aber ich wusste, dass mir die Wily-Kapsel enorme Probleme bereiten wird. Gerade wenn man das Ding mehr oder weniger nach Jahren nochmal spielt, ohne vorher zu üben. Ich habe ja normalerweise die meisten anderen Mega Man-Titel, die ich vorher gespielt habe, vorher mal ein bisschen geübt. Dass ich gut durchgekommen bin. Aber, nun gut. Ja, wie würde ich diesen Teil bewerten? Es ist besonders verglichen mit den Klassik-Teilen. Ich hätte vorher gesagt, Mega Man 7, ja, nicht so gut, will ich eigentlich gar nicht let's playen. Da kamen ein paar Leute und haben gesagt, hey, Mega, Final Messenger 13, let's play das doch. Ich hoffe, ich habe mein Mikro an. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich denke, ich werde Kampf mit ein bisschen Musik unterlegen, weil ich war einfach meistens nur noch still und habe nur noch irgendwie versucht auszuweichen. Ja, aber zur Bewertung. Was heißt Bewertung? So richtig bewerten will ich es jetzt auch wieder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz verstehe ich jetzt im Nachhinein dieses Herunterspielen, dieses Schlechtreden von Mega Man 7 wirklich nicht. Irgendwie wird der Teil richtig Spaß gemacht. Nicht ganz so viel Spaß wie die Klassikteile. Aber, ja, woran liegt's? Keine Ahnung. Ich fand den echt gut. Muss ich jetzt gestehen. Die Waffensysteme waren weitest. Na gut, die habe ich jetzt natürlich nicht im Einsatz so richtig gezeigt. Aber im Grunde, die Waffensysteme sind wesentlich besser geworden als die Mega Man 6 oder 5 Dinger, meiner Meinung nach. Ein bisschen Abwechslung. Und, sind doch eigentlich ziemlich nützlich. In den normalen Leveln, meine ich jetzt jedenfalls. Was mir auch besser gefallen hat, ist, dass sich Capcom, was das Versteck von irgendwelchen Sachen angeht, mal ins Zeug gelegt hat. Hat den Shop eingeführt. Ja, mit ein paar coolen Sachen. Ich meine, der Rush-Jet-Adapter ist wieder da. So eine Mischung aus den zwei Adaptoren oder Adaptern des vorherigen Spiels. Mit dem Power-Dings, wegen der Faust, und einmal dem Jet-Dings, wegen dem Jet halt. Fand ich cool gemacht. Auch, dass man die Rush-Teile insgesamt in den Leveln finden muss und nicht mehr automatisch von Bossen bekommt, finde ich cool. Und mit Rush Search haben sie sich sogar was Neues einfallen lassen, auch wenn ich das Ding relativ random finde. Ich meine, die Dinger, oder das, was man an coolen Sachen findet, ja, da muss man im Prinzip jedes Level alle paar Metern Rush Search hinsetzen, damit man alles findet. Das
Kannst du auch nicht unbedingt sein. Wenn es wenigstens ein bisschen offensichtlich vom Leveldesign wäre, aber was soll's. Ich meine, ich find's cool, dass sie sich wirklich ein paar Sachen einfallen lassen haben. Mit dem Schnee, mit, ja, dass man nicht einfach nur irgendwelche komischen Wände, wovon man direkt sieht, okay, die sind mit einer bestimmten Waffe zerbrechbar, eingebaut hat. Beispielsweise das Lava-Zeugs aus Junkman Stage, das man mit dem Freeze-Cracker einfrieren kann. Coole Sache, beispielsweise. Ja, also das hat der Titel den anderen Megamans, die jetzt angefangen haben, irgendwelche Sachen zu verstecken. Ich glaube, es war der Fünfer. Ja, definitiv Voraus oder im Voraus. Und es hat ziemlich coole Robotmaster, wie ich finde. Also klar, wir haben irgendwie wieder auch Sachen, die, wie soll ich sagen, schon oft vorgekommen sind. Der Elektrizitätsboss. Aber das ist wenigstens mal eine coole Alternative. Kein, oh, ich kann Strom saugen. Nein, dieser Cloudman. Der halt, ja, keine Ahnung, auch so vielleicht ein bisschen an Airman erinnert, aber dann wiederum auch nicht. Und ja, Junkman, keine Ahnung, kenne ich jetzt. Ja gut, er hat dieses Standardschild, aber es ist nicht seine Hauptwaffe, es ist nur, was nebenher läuft, sag ich jetzt mal. Und ja, Slashman ist geil gemacht, auch wenn er ätzend ist. Shademan, roar, und ein schönes Easter Egg mit drin. Ja, Springman ist so der einzige, den ich nicht so ganz ernst nehmen kann. Aber wann konnte man Megaman-Bosse jemals richtig ernst nehmen? Ist dann wieder auch die Frage. Ich meine, ja, Turboman auch großartig. Ich meine, das ist ein Flammenboss. Aber geil, ja, eine geile Alternative. Nicht sowas wie Heatman, also alles, was so feuerzeugmäßig da ist. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Und Bass, finde ich auch cool, dass er wirklich ein paar coole Auftritte hat. Cool designed ist. Auch wenn man vielleicht von seiner Mütze was Gegenteiliges behaupten kann. Naja, finde ich eigentlich nicht. Ja, also mir hat der Titel viel Spaß gemacht. Und, Mega Man 8 werde ich aber nicht machen. Nein, 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 nein. Der Titel gefällt mir ja überhaupt nicht. Das tut mir leid, das tut mir leid. Also, Mega Man, ein Titel werde ich wahrscheinlich noch machen. Mega Man Bass oder Bass. Ich sag mal Bass, kann auch Bass sein, keine Ahnung. Oder Forte, wie sich's im Japanischen nennt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bass ist, glaube ich, eingeenglischt. Oh ja, die riesige Party. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Mega Man X habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor, aber bin jetzt auch wieder. Rush. Ja, am Gähnen. Ja, toll. Ja. Was ich schade finde, ist, dass man von Roll irgendwie mal wieder nicht viel mitkriegt. Ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, ich habe das LP doch mehr genossen, als ich gedacht hätte. Schönes Spiel. Und, ja, sehe ich euch beim nächsten Projekt wieder. Hoffe ich. Bis denn. Ciao. Ach ja, bevor ich jetzt irgendwas vergesse, ich hätte vielleicht vorher mal nachgucken sollen. Man kann, glaube ich, an dieser Stelle hier irgendeinen bestimmten Code eingeben, wodurch man in ein Street Fighter-ähnliches Subspiel kommt, mit dem man mit den ganzen oder mit Mega Man und Bass irgendwie gegeneinander spielen kann im Zweispielermodus oder so. Naja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.